Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum PHP-Tutorial. Wir haben uns letzte Folge angeschaut, wie wir Arrays beschreiben und lesen praktisch, also wie Arrays so funktionieren in PHP. Und heute wollen wir uns mal was ziemlich anderes anschauen, nämlich wie man Dateien ein- und ausliest. Ich habe dieses Thema gewählt für dieses Video, weil ich mir gedacht habe, es ist doch manchmal relativ wichtig, Dateien lesen und schreiben zu können auf einer Web-Applikation. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Log-File machen will oder einen Counter, wie auf die Seite aufgerufen wird, braucht man immer File-Input- und Output-Operationen. Also habe ich da mal etwas Kleines vorbereitet. Ja, also wir sehen hier die Ausgabe eines Skripts und dieses Skript ist folgendes. Dieses hier, falsche Reihenfolge, dieses. Wir sehen hier jetzt den Source Code praktisch des Skriptes, das das ausgibt. Wir haben hier ein Verzeichnis in meinem htdocs-Verzeichnis praktisch, wo es drei Dateien gibt. read.php, write.php und test.txt. In test.txt steht das hier drinnen, hallo text und at. Das ist der Inhalt von test.txt, er sollte in read.php angezeigt werden. Und hier in read.php sehen wir eben, wenn wir das im Browser aufmachen, dann wird diese Zeile von Text angezeigt. Das Ganze funktioniert so, also der Kern dieses Skripts oder generell der Kern von File Input und Output Operationen in PHP ist diese Zeile hier. Ich fange einfach mal von oben an. $filename ist gleich test.txt, macht logischerweise nichts anderes als einfach einen String zu deklarieren. Das heißt, wir haben jetzt hier in $filename unseren Dateinamen drinnen stehen. Hier wird es dann spannend. $handle ist nämlich ein sogenannter Stream dann im Endeffekt, also ein File-Stream einfach, den wir mit fopen öffnen. fopen steht für File Open und macht nichts anderes eigentlich als, ich zitiere das mal, oder ich zitiere das eigentlich frei aus dem PHP-Dokumentations-Dingsbums. fopen bindet nämlich eine Datei an einen Stream und öffnet diesen oder so ähnlich. Das heißt, es wird nichts anderes gemacht als dieser Stream hier genommen, beziehungsweise in unserem Fall neu erstellt, und mit fopen wird dann diese Datei praktisch geöffnet. Hier geben wir zwei Parameter mit, nämlich $filename, also einfach unseren Dateinamen, den wir öffnen wollen, und den Modus. Da gibt es jetzt mehrere Modi, ich habe einfach mal R genommen. Das heißt, wenn wir hier oben schauen, das ist nur zum Lesen geöffnet und der Dateizeiger wird auf den Dateianfang platziert. Das bedeutet, wenn wir diese Datei aufmachen, dann wird mit dieser Datei anfänglich nichts gemacht und wir sind praktisch, wenn wir uns diesen Cursor anschauen, hier vorne vor dem H. Das heißt, wenn wir dann lesen oder schreiben, dann würden wir hier vorne lesen oder eben schreiben. Ja, dann gibt es hier noch verschiedene andere Modi, auf die werde ich jetzt nicht so genau eingehen. Es gibt halt Read. Und also read, write, append und nur schreiben, beziehungsweise dass hier bei dem write wird die Datei neu erstellt und hier bei dem x nicht. Und hier bei c wird eben die Datei erzeugt, aber sie wird nicht auf eine Länge von 0 gekürzt. Das A wäre ziemlich nützlich für Logfiles, weil eben das aufs Dateiende praktisch das der Zeiger gesetzt wird. Das heißt, das steht praktisch für Append. Und ja, das sind halt so die verschiedenen Modi, die es da so gibt. Da muss man sich halt jeweils für seine Anwendungswelt den richtigen Modus suchen. Ja, dann schauen wir hier mit if $handle, ob die Abfrage erfolgreich war. Und das heißt, wenn sie nicht erfolgreich war, dann ist $handle hier null. Das heißt, wir können mit if $handle eben schauen, ob $handle richtig initialisiert wurde. Und wenn ja, dann machen wir ein fread, das steht für file read, aus unserem Handle, was wir gerade erstellt haben. Und der zweite Parameter hier ist die Länge, wie viele Bytes gelesen werden sollen. Das machen wir einfach mit file size. Ermitteln wir praktisch die Größe der Datei von $filename und dann wissen wir, oder wenn wir das hier machen, dann würden wir die ganze Datei lesen. Dann habe ich einfach nur ein else gemacht, dass man sieht, wenn zum Beispiel die Datei nicht existiert,
dann wird hier Fehler beim Öffnen der Datei ausgegeben. Und ganz wichtig ist hier unten noch das fclose. Das steht, wer jetzt erwartet, für File Close. Das schließt einfach den Stream wieder, weil das ist relativ wichtig, weil wenn man das nicht macht, das Betriebssystem hält sich praktisch eine Tabelle über alle Dateien, die geöffnet sind. Und wenn man dieses fclose nicht macht, dann wird diese Datei für immer geöffnet bleiben. Aber man kann ihn unter Windows nur, ich glaube, 50 oder 150 irgend sowas Dateien gleichzeitig geöffnet haben. Das bedeutet, wenn man jetzt eine Website hätte, die einen relativ großen Durchsatz hat, dann und es würden zum Beispiel jetzt 10 Leute gleichzeitig auf die Seite zugreifen und die jeweils 5-mal neu laden innerhalb von, ich glaube, 5 Minuten oder so dauert das, bis diese Liste gelöscht wird, dann würde das Ganze nicht mehr funktionieren, also dann würde die Datei nicht mehr geöffnet werden können. Deswegen ganz wichtig, immer fclose machen, das ist generell in jeder Programmiersprache eigentlich fast, wo man was mit File-Streams zu tun hat, muss man eigentlich immer später den Stream schließen. Und wir sehen einfach hier, das Ganze funktioniert auch so. Ja, das ist mal das Lesen und dann kann man noch schreiben. Ich zeige euch hier zuerst mal das Skript. Wenn ich hier write.php ausführe, dann gibt das Ganze keinen Output, aber wenn wir dann wieder auf read.php gehen, dann sehen wir hier, dass test.txt überschrieben wurde. Das sehen wir auch hier dann im Notepad, es wurde überschrieben. Ja, in diesem Fall mache ich wieder so gut wie dasselbe. Also wir sehen, die Skripts sind gar nicht so verschieden. Der Modus ist nur ein anderer, nämlich hier nehme ich nicht R, sondern W. Das bedeutet, die Datei wird geöffnet, nur zum Schreiben, und sie wird gelöscht praktisch. Also wenn wir das nur öffnen würden und gleich wieder schließen, dann würde in dieser Datei nichts mehr drinnen stehen. Ja, dann machen wir praktisch wieder dasselbe, also wir prüfen wieder, ob das Handle erstellt wurde, und dann machen wir ein fwrite $handle und einfach diesen String hier, der wird reingeschrieben, könnte man natürlich auch in eine Variable auslagern und dann hier reinschreiben, ist in diesem Fall völlig gleich. Und wieder im else-Zweig, Fehler beim Öffnen der Datei und wieder fclose natürlich, damit die Datei geschlossen wird. Ja, das ist eigentlich die ganze Magie dahinter, es ist nicht so schwer, Dateien zu lesen und schreiben. Und ja, recht viel mehr bleibt mir, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ja, ich werde nur mehr sagen, viel Spaß mit euren Dateien und euren Dateizugriff in PHP. Und auf Wiedersehen.